Moment, Moment, kommt ran, kommt ran, kommt ran. Jetzt. Oh mein Gott, ich hasse dich so sehr. Ruf vorher an, werf einen Ball nach mir, zünd die Wohnung an, mach irgendwas. Ich hasse, 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 hasse dich. Widerlich, zum Kotzen bist du. Wie du wieder lachst und wie du wieder aussiehst. Die Leute reden schon. Mein Gott. Oh, wir machen eine kleine Pause, ich verklopp eine Frau. Oh. Es ist so schrecklich, es ist so schrecklich für mich. Es ist, nein. Nein. Ich war laut. Du warst nicht laut. Du bist ganz bestimmt. Ich hab sogar Knitsch gemacht. Nein. So reingekommen. Ich war laut. Schrecklich bist du. Ich war einmal laut. Du musst lauter werden. Wie laut denn noch? Ganz laut. Nein. Du musst wackeln in der Wohnung. Ich war. Oh. Hier mit dem Biest, der hat auch dabei. Oh. Kleines Päuslein, Leute. So, komm, raus. Oh. Oh. Das ist schon nichts für mich. Sandra, ich bin so alt. Okay, ich kann das doch nicht mehr. Oh. Ist das Kaffee? Ich liebe, liebe dich, dich, dich. Du bist so wunderschön. Krieg ich denn einen Kuss? Bis dann. Bis nach. Du siehst toll aus, Maus. Ich hab dich so lieb. Gucke. So lieb. Noch viel mehr so. Warte. Ich muss mir meine Arme ausreißen und da hinten hinwerfen. So lieb. Ja, so lieb. So ganz oft. Ja, hab ich. Aber du musst ja morgen abhauen tatsächlich. Ich muss morgen leider wirklich abhauen. Das ist, schade. Ich wäre auch geblieben. Boah, nichts wartet auf mich in Berlin. So spannend. Gar nichts. Nüscht. Schade, schade. Ich liebe dich, Sandra. Hallo, mein Mädchen. Was ist los? Du guckst so. Was ist denn los? Ich habe Wäsche vergessen. Du, Wäsche? Wann habe ich gesagt, Wäsche? Ich habe gesagt, du hast geschrieben, ich habe es nicht gelesen. Ich hab's gesagt? Wann hast du es gesagt? Wenn ich mich Mops, wenn ich schlafe. Du hast doch sogar noch angerufen danach, da hast du nichts von Wäsche erzählt. Ich dachte, du hast es gemerkt. Na, du siehst doch, wenn ich lese bei WhatsApp, da die beiden blauen Häkchen. Moment, Leute, ich muss hier ganz kurz was klären. Alles wieder in Ordnung. Hab dich, was? Wäsche gemacht. Du solltest sie nur noch aufhängen. Das habe ich nicht gelesen. Ich hätte so viel Zeit gehabt. Ja. Wo hast denn du geschrieben? Da. Ja. Tja, und es wäre der Hammer, wenn du die Wäsche aufhängst. Das wäre der Hammer. Das wäre echt der Hammer gewesen. Wahnsinn. Wie? Sollst du einkaufen? Nein, einkaufen war ich auch. Du hast doch gesagt, ich soll nicht einkaufen. Ich dachte, du gehst heute. Nein, wir haben doch noch Reste. Du hast doch gesagt, nein, wir haben so schöne Reste. Einkaufen. Du hast gesagt, wir haben so schöne Reste. So. Und wir sind nun auf diesem Planeten und gehen einfach weiter zu einem anderen Planeten. Genauso wie ich auch bald zu einer anderen Frau gehen werde. Oh, das ist schön. Ah, nein, nein, nein. Ja, du interessierst dich voll dafür. Ja, sieht das gut aus, findest du? Ja, ich finde es wirklich, das ist echt schön ausschaut. Ja, guck dir das mal an. Das ist hübsch. Das ist hübsch, nicht wahr? Ja. Ich habe Sandra von dem Spiel erzählt und sie, ist voll langweilig. Ist das No Man's Sky? Ja! Yeah. Ja, das ist es. Das ist No Man's Sky. Und jetzt, stell dir mal vor, schön. Ja, ja, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor und lass deinen Freund mal ausreden. Kannst du dir das mal vorstellen, deinen Freund ausreden zu lassen? So, stell dir nämlich mal vor, das hier ist ein Planet. Meine Fresse, regst du mich auf. So, stell dir mal vor. Ja, hast du jetzt ungefähr viermal gesagt. Wie sieht denn das aus? Schön? Ach nee, echt, danke. So, ja. Wenn Sandra was macht, was mir nicht gefällt, sage ich ja nicht, ja gut, ich liebe dich, ist alles in Ordnung. Sondern ich sage, Sandra, ich liebe dich, aber lass das. Kack bitte nicht mehr in den Hausflur. Wir haben ein Klo. Bitte. Das musste ich ihr lange beibringen. Schön, dass du da bist. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Danke. Das ist schön. Hallo. Und ich zum Beispiel bin einer dieser widerlichen, romantischen Typen, der seiner Partnerin am liebsten 36 Mal am Tag sagen möchte, wie viel sie ihm bedeutet. Ich bin leider so einer. Ich möchte immer wieder sagen, Alter, Sandra, ich liebe dich so sehr, Mann. Scheiße, du bist so toll. Und das habe ich anfangs auch getan, bis Sandra gesagt hat, boah, kackst du mich an. Halt's Maul. Wirklich, es reicht, wenn du es mir einmal pro Woche sagst. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich fühle, dass du mich liebst, was viel wichtiger ist. Und halt jetzt deine Fresse. Halt die Fresse, Max. Sag jetzt nicht mehr, ich liebe dich.
Oh, ich liebe ihn. Halt! Ui, so ungefähr. Sie hat richtig auf den Tisch gekackt und gesagt, jetzt reicht's, Freundchen. Mein kleiner Hausmann. Na, du, ich... Okay, Leute, seriously. Ich gestern... Hey, Sandra. Hey, Sandra. Wir können ja morgen einkaufen gehen. Oh, nee, wir haben doch noch so viel. Wir müssen erstmal die Reste... Gestern. Ja, aber wir haben doch noch so viel, wir müssen erstmal die Reste aufessen. Vorgestern. Du wolltest einfach nicht einkaufen gehen. Nee, das ging dir. Sandra. Jetzt sag nicht dreimal ein und dasselbe und weich damit dem aus, was ich als nächstes sage. Nämlich, du magst nicht einkaufen gehen und hast deswegen gesagt, ja, nee, müssen wir gar nicht, wir haben ja noch. Ja, und dann hast du ab vorgestern angefangen, die Reste zu essen. Ja, und wir haben immer noch Reste da. Was haben wir noch da? Na, guck mal nach. Ich habe Sandra damals für mich erobert, um jetzt mal das zum Abschluss zu bringen. Als, ja, nachdem wir uns halt kennengelernt haben, habe ich halt nach ihrer Telefonnummer gefragt und sie mochte mich ja eigentlich überhaupt nicht. Und hätte mir auch ihre Telefonnummer nicht gegeben, oder nee, hat mir ihre Telefonnummer auch nicht gegeben, aber ich habe dann durch ihre Freundin Nadine, die liebe, liebe Nadine, die auch im Club war, die Nummer bekommen. Und eigentlich wollte ja Nadine was von mir. Das war ja das Traurige eigentlich an der Geschichte. Und Nadine hat gehofft, wenn sie mir Sandras Nummer gibt, dass ich Nadine irgendwie dankbar wäre oder irgendetwas. So, Sandra und ich, wir sind zusammengekommen. Und dann hatte ich halt Sandras Nummer bekommen und hab sie halt angerufen und ich sag mal genervt. Weil Sandra war eines dieser Mädchen, wo ich wirklich zum quasi ersten Mal, denke ich mir jetzt so im Nachhinein, quasi zum ersten Mal mir gedacht habe, boah. Boah, geil. Boah, Hammer, Lukas, die will ich. Und wo ich dann auch nicht locker gelassen habe. Und sie hat mir halt am Telefon gesagt, nein, du, ich habe einen Freund und pipapo und bla bla bla. Und ich habe dann gesagt, ja, aber lass doch trotzdem mal treffen. Einfach, bitte. bitte. Dann hat sie gesagt, ja, aber nicht alleine. Wäre ja irgendwie nichts. Und dann habe ich gesagt, gut, dann halt mit deinen Freunden. Ich habe ja diesen einen Freund von ihr im Club umgeschubst, damit ich sie kennenlernen konnte. Habe ich gesagt, gut, dann halt bei Sascha, so heißt der. Und dann hatten wir da unser Treffen. Aber Sandra war nicht da, weil sie zu spät kam. Und ich glaube, sie kam auch absichtlich zu spät, in der Hoffnung, dass ich schon tot bin oder so, wenn sie ankommt. Und da war dann auch nochmal eine andere Freundin von Sandra, die probiert hatte. Zu der damaligen Zeit sah ich auch besser aus, okay? Ich hatte mehr Charme. Vielleicht war ich auch der Berliner Junge und deswegen interessanter für ein paar Mädchen. Aber dann hat noch eine andere Freundin von Sandra, während ich bei Sascha war, wo Sandra ja zu spät kam, probiert, krass mit mir zu flirten und mit mir rumzumachen. Wollte ich aber nicht, ich wollte ja nur Sandra. Und dann kam sie auch. Und dann haben wir uns gut verstanden, ganz zu Sandras Überraschung. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch am selben Abend bin ich dann nicht nach Berlin zurückgefahren aus Strausberg, sondern habe dort schlafen dürfen. Und wie gesagt, Sandra hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch einen Freund. Und wir haben uns halt wirklich richtig gut verstanden. Ich habe auch meine goldene Seite spielen lassen und war auch höflich, charmant und freundlich zu den Eltern und durfte dann in der Wohnung schlafen, in dem Zimmer, wo Sandra ansonsten, also in ihrem Kinderzimmer, damals noch Kinderzimmer, Gott, wie jung waren wir, sie war, ich glaube, 14 und ich war 15 oder so. Ich glaube schon 14 oder 16. Und sie musste halt ein Stockwerk darüber, weil sie hat ein Haus, dann in dem Gästezimmer schlafen. Und dann in der Nacht, weil ich nicht schlafen konnte vor Aufregung, weil ich bei der Frau war, dann in der Nacht, als ich wach war, habe ich gehört, wie auf einmal jemand die Treppe runterkommt, die Tür geht auf und Sandra huscht hinein ins Zimmerchen. Und wir haben... Sie hat sich dann einfach mit in ihr Bett halt gelegt, aber verschiedene Decken. Und wir haben am Tag, da wo wir die ganze Zeit miteinander geredet haben, festgestellt, dass wir beide das Musical The Rocky Horror Picture Show über alles lieben und das auch wahnsinnig, wahnsinnig geil finden. Und Sandra hatte das bei ihr zu Hause in zwei Versionen auf Videokassette. Und dann haben wir das gesehen. Wir haben das geguckt und geguckt und geguckt. Und ich weiß nicht, wer von euch das Musical kennt, die Rocky Horror Picture Show. Bei dem Lied Touch Me haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Und dann haben wir uns das ganze Musical über durchgeknutscht. Einfach nur so halt diese jugendlichen Küsse. Haben die Nacht durchgemacht. Und am nächsten Tag hat sie bei mir geschlafen. Und
sie hat dann ganz schnell mit ihrem Freund Schluss gemacht und dann waren wir zusammen. Und haben die Kleinen was? Ja, die Kleinen haben Essen bekommen. Natürlich. Ja. Die liebe ich ja. Die liebe ich. Mhm. Du hast gesagt, ich soll nicht einkaufen. Sag mal, woher soll ich das denn riechen? Ich dachte, du gehst heute einkaufen. Ja, ich dachte. Du, freu dich mal auf morgen, was ich morgen alles denke, Fräulein. Ja. Liebe? Ja, Liebe. Aber du hättest ja auch nachfragen können, gehst du einkaufen. Also ich meine, selbst wenn es da gestanden hätte, hättest du jetzt eine Ausrede. Oder denk dran, mein Trinken mitzukaufen. Oder Piff, Paff, Poff. Piff, Paff, aber du hast es doch eh nicht gelesen. Du bist auf dem Weg nach Hause hier einfach mal. Oh. Hast du daran gedacht, dass du gerne jetzt was hättest? Ich habe sie 2 Tage lang gefragt. Also wirklich. Ich liebe dich. Ja. Wirklich? Ja. Nee. Nee. Pfui. Das ist... öffentliche Nötigung. Das gefällt dir. Ein bisschen. Ein bisschen. Es kam. Ein bisschen. Minimal. Du spielst mit deinem Bauch? Auch? Tue ich, hin und wieder. Sandra zum Beispiel, sie schläft. Ich darf das jetzt sagen. Der kleine Drachen drüben liegt auf seinem Goldschatz und bewacht ihn schnarchend. Sandra zum Beispiel macht sehr gerne. Es tut mir in der Seele immer wieder weh. Also ich lache, wenn Sandra das macht, aber innerlich stirbt etwas. Kennt ihr von Homer Simpson diese eine Szene, da wo Homer auf seinen Bauch haut und dann ungefähr 30 Sekunden lang schwabbelt das. Es schwabbelt einfach. Es ist so ein Perpetuum mobile an Wellen. Und wenn Sandra macht das gerne bei mir und sagt dann schwabbel, schwabbel, schwabbel. Und das sehr lange Zeit. Oder sie nennt mich gerne scherzhaft mein fetter, kleiner, dicker, dummer Freund. Das ist in der Tat kein Scherz. Das ist einfach, das macht sie. Das ist Liebkosen, das ist Necken, das ist... Und ich sterbe. Aber es geht mir gut beim Sterben, ist alles in Ordnung. Ich fress seitdem einfach ein bisschen mehr. Hey, ich hab ganz allein gefragt. Wo du gesagt hast... Ja, aber wann? Um 12 Uhr nachts. Ja, und vorher, 5 Minuten vorher, morgen machen wir sauber. Also morgen müssen wir das Bad machen. Ich so, okay, machen wir morgen sauber. Und dann um 12 Uhr nachts, hab das Bad jetzt fertig. Ja, aber dann kannst du mir das doch nicht vorwerfen. Ja, aber dann kannst wegen du mir das. Ja, ich habe so viel Stress. Hat. Ja, ich hätte mich ja gefreut über Abwechslung. Mal sauber machen zur Abwechslung. Ja. Durfte ich auch nicht. Selbst diese Freude wurde mir genommen. Ja. Ja. Ich wollte so gern staubsaugen. Mann, darf ich nicht. Ich wollte eher staubsaugen. Ja. Meine Lieblingsbeschäftigung. Mhm. Ich liebe dich auch. Finde ich ganz knuffig. Klingt wie Sandra. An einem guten Tag. Warte. Ich liebe dich. Sandra, falls du sie vermisst. Es ist wieder heim. Viel Spaß. Danke. Riechst nach Zuckerwatte übrigens. Zuckerwatte? Ja. Ich habe aber keine Zuckerwatte gegessen. Hast du heute Zucker kandiert? Nein. Ich rieche einfach gut. Ich rieche zum Anbeißen. Ja. Ja, ja. Würdest du nach Leberwurst riechen dann? Das fände ich geil. Das fände ich nicht schlecht. Einfach so ein bisschen. Nach Leberwurst riechen. Ne? Oder nach Pilz, Rahmpilzsoße. Ah, sie mag keine Pilze. So schade. Ich liebe dich einfach, okay? Okay. Meine kleine Frifra-Freundin. Ja. Auch genannt Mutter. Mach nicht mehr so lang. Ja, Mama. Okay. Oh. Was? Wie? Was hast du für Ohren? Weißt du, ich kann hier reinflüstern, du hörst alles. Du bist unglaublich, dein Gehör ist unfassbar. Ja, bitte. Ich hab doch nur Nettes gesagt. Ich hab gesagt... hab ich gar nicht gesagt. Standst du jetzt mit einem Glas an der Tür, oder was? Hast du hier irgendwo eine Geheimleitung reingelegt, mit einem Knopf im Ohr? Ich rede auch sehr leise. Ich habe noch nie in meinem Leben laut geredet. Ich hab dich sehr lieb. Ich liebe dich hart. Ja, ich liebe dich am härtesten. Yeah. Gott, sind wir kitschig. Das
so selten. Sandra kocht so schrecklich. Das meine ich ja nicht mal böse. Aber das ist wirklich, sie kocht so, das ist so, kennst du dieses Bemitleidenswerte, dass dann gekocht wurde und du machst so... Hier ist ein Ziegel, paniert. Ja, ja. So. Das ist so... Tschüss, Frau Weib. Keine Ahnung, wer das war, noch nie gesehen. Kenne diese Person nicht. Hallo. So, ja, meine Damen und Herren, meine Verlobte. Aus der Sache komme ich auch nicht mehr raus.